Da musst du dabei sein an der 16. in der Schweizer Ländlerweihnacht in der Mirzweckhalle zu Rosmu vom 25. und 26. November. Und wer es nicht hätte können, hier seht ihr auf Telenap Tele Zentralschweiz verschiedene Ausschnitte vom Freitag am Abend. Wir wünschen viel Vergnügen. Achtung, es geht gerade los. Wer es ist, es sagt euch der Balz Berchtold. Ich darf euch jetzt viel Vergnügen wünschen mit der Kapelle Echo vom Kontrabass. Sie werden uns bis um 10:30 unterhalten. Und dann haben wir die grosse Pause, wo wir dann ich kann nicht so richtig stärken mit Essen und Trinken. Es hat eine sehr leistungsfähige Festwirtschaft. Unterstütze dir. Danke vielmals. Viel Vergnügen. Moment, schnell aufpassen. Er hat eigentlich jetzt alles schon gesagt, aber ich möchte eine Damentour machen am Anfang, wo wir mich gerade über den Klausen singen, die Chemie, können wir gut tänzeln, die raus, so hohe Fest machen. Viel Vergnügen. Ralf Rüssli, der neue OK-Präsident, ihr habt letztes Jahr quasi Stabsübergabe gehabt. Was wollt ihr so bewährt weiterführen? Was wollt ihr dabei? Wir wollten eigentlich, dass das schöne Fest so weiterläuft, wie es vorher auch war. Die gemütlichen Zusammenstunden von Jung und Alt, die wir hier haben. Ja. Das wäre eigentlich das Ziel gewesen, das wir so weiterführen wollten. Was für ein Publikum sprechen ihr an? Wir sprechen eigentlich von jung bis alt an. Wir haben hier diesem Abend eigentlich von 16 oder sogar noch ein bisschen jünger, die mit den Eltern kommen, bis so über 90, die diesen Anlass besuchen.
Kein Alterslimit, einfach so, wenn es später wird, müsst ihr haben. Ja, genau, so kann man sagen, ja. Aber man kann auch bis am Schluss bleiben. Am Schluss ist wann? Meistens ist das also jetzt so, etwa so Viertel von drei rum, machen wir fertig mit der Musik. Und nachher tun wir das ausklingen eigentlich. Das ist so für die ganz Hartgesottenen, die bis am Schluss bleiben. Aber jetzt so vom Anfang bis am Schluss, wer kommt da? Was habt ihr für Gruppen hier? Wir haben sicher einmal zwei Gruppen hier. Die haben das Menzberg oben gewonnen. Das sind Jungformationen. Die haben den ersten und zweiten Platz dort oben gemacht. Wir haben zum Teil auch sehr bekannte drunter, wie Echo vom Kontrabass und so. Und solche, die noch nicht bekannt sind und zum Teil vielleicht über unseren Anlass auch bekannt wären. Also die setzen ein bisschen auf bewährt setzen. Das, was schon gut ist, kann man bei euch wieder hören. Und geben trotzdem auch den Jungen noch ein bisschen die Chance, sich bekannter zu machen. Genau, richtig. Wir sind Zeche vom Kontrabass-Shop. Und zwar der Name ist eigentlich entstanden, weil ich habe 28 Jahre das Kontrabass-Geschäft und seit 2,5 Jahren gibt es unsere Formation. Und da haben wir das gegründet und jetzt ist einfach der Florian, das ist mein Junior. Und da haben wir gedacht, der Name der passt einfach auch sehr gut, Zeche vom Kontrabass-Shop. Ich bin eigentlich der Chef dieser Band, wenn man das so sagen kann. Er hat aber gesagt, er sei der Chef. Das spielt eigentlich keine Rolle. Es ist wichtig, einfach der, der zahlt, ist der Chef. Nein. Das ist der Aaron Lötscher. Er spielt noch bei Aufwind. Auch noch. Und das ist der Junior, der Florian. Er spielt auch noch bei Aufwind. Der Marcel Zumbrunn, er ist bei der Schabernack und bei der Örgeli-Plausch dabei. Ich bin der Marc Schuller. Ich habe früher noch bei Eiter Grabau gespielt. Und das ist vor 2 Jahren aufgelöst worden. Und jetzt haben wir uns alle wieder so ein bisschen frisch updated. Du hast Entzugserscheinungen gehabt und hast gesagt, jetzt müssen wir wieder etwas machen. Oder? Genau, ohne Musik wäre für mich kein Leben. Und jetzt in der Länderweihnacht ist etwas Spezielles daraus, weil das ist schon 10, 15 Jahre oder wahrscheinlich mehr. Und das ist immer ein riesen Anlass, dass man eigentlich mit Ländlermusik also 2 Abende für 1000 Leute anbringt. Das ist nicht selbstverständlich. Du, jetzt fragen wir noch den Chef. Genau. Weißt du, nicht dich, jetzt den anderen, was wir heute hören. Jawohl. Du, Chef, was hören wir heute? Ja, das ist, also ich bin Chef, eben, wie gesagt, kann ich mich nicht so anfreunden. Das nächste Stück und dann Schubidibu, ein legendäres Stück von Eiter Grab. Und dann als drittes machen wir noch den Skiplausch. Ja. Wo kann man euch hören, sonst noch? Ja, geht einfach auf unsere Homepage www.echovomkontrabassshop.ch oder geht auf Facebook. Da sind wir auch drauf und wir würden uns freuen, wenn ihr uns live hören würdet.
Schubi, 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 du. Schubi, 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 du. Schubi, Schubi, Schubi.